Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir spielen eine Runde mit Steve und wir haben die Aufgabe, dass wir drei Leute hochheilen sollen. Also im Laufe des Tages werden wir es bestimmt schaffen, denn heute Abend ist Stream, ne? 18 Uhr, gleiche Stelle, gleiche Welle, live und in Farbe, ihr wisst es ja. Und Leute, eine Sache, oha, gestern 100.000 Aufrufe aufs erste Video. Und ja, ich hab's gesagt, sobald die 100.000 Aufrufe stehen, okay, so, ist die denn so verplant irgendwie in die Richtung gerannt? Okay, nice, da ist sie umgedreht. In die Unsichtbarkeit gegangen? Nö, ich höre nichts. Also, erstes Video 100.000 Aufrufe und ich habe gesagt, wenn das erste Video irgendwann mal 100.000 Aufrufe haben wird, dann hau ich mal so ein React-Video dazu raus und falls das gut ankommt bei euch, kann man auch gerne überlegen, ob man so eine kleine React-Reihe in Anführungsstrichen draus macht, also dass ich immer mal wieder auf ein altes Video reagiere. Ist bestimmt lustig, zum einen, soll ich dich hochheilen? Zum einen, allein um zu sehen, wie das Spiel an sich sich geändert hat und natürlich auch mal um zu sehen, wie ich meine Spielweise so geändert habe. Ich war ja früher auch eher so ein bisschen Tryhard-mäßig unterwegs und so weiter, habe das Spiel halt eher so aus der Perspektive gespielt, möglichst erfolgreich in Anführungsstrichen zu spielen. Und ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt lustig ist. Ja, ihr könnt mir gerne mal unter dieses Video Vorschläge und so weiter schreiben, was ihr euch wünschen würdet. Also ich habe schon oft gelesen, hat sie Pop Goes the Weasel dabei? Nee, ne, sah nicht so aus. Ich habe schon ein paar Mal gelesen, Facecam wird sich gewünscht zum Beispiel. Und ich habe halt noch nie so ein React gemacht, deswegen keine Ahnung, was genau ich da jetzt dann so machen sollte oder so. Könnt ihr mir gerne mal Vorschläge, Anregungen und sonstiges hier unter dieses Video schreiben, dann finden wir bestimmt irgendwie ein ganz cooles Format. So, okay, also 100.000 Aufrufe. Ich muss mal gucken, ich warte jetzt natürlich erstmal ab, so was ihr so schreibt, ob irgendwie ein paar coole Ideen noch mit dabei sind. Und ich würde sonst sagen, dass wir das React am Wochenende hochladen. Ja, also dass es wahrscheinlich Samstag vielleicht online geht. Ich glaube, Samstag ist ein ganz cooler Tag. Viele Leute haben Samstag ja meistens frei, sag ich mal. Also vielleicht könnte man es etablieren, dass wir Samstag den React Saturday. Ne, keine Ahnung. Brauchen wir irgendwie einen coolen Namen oder so. Da hinten wurde schon wieder jemand umgeklatscht. Oh, die geht sogar in die andere Richtung. Damit habe ich nicht gerechnet. Dann arbeiten wir erstmal noch mit. Da vorne. Ah, die kommt sogar Donner an den Haken. Jetzt ist sie doch nochmal umgedreht. Muss ich nicht verstehen, oder? Naja, gut. Ah, die geht schon retten. Obsession wurde auch schon wieder gejagt. Ich dachte, sie würde hierher kommen, muss ich ehrlich sagen. Ach, guck mal, da kommt die Obsession gerade schon wieder zurück. Also, dann lass uns den Lurch hier mal fertig machen. Moin. Und dann rennst gerade dem Killer entgegen. Ich hole mir mal ein Item. Mal schauen, was hier so Schönes gibt. Gehe davon aus, dass sie wieder da vorne rangehen wird. Genau. Ich habe übrigens Frontal dabei, weil ich eigentlich dem Killer einmal mit Frontal stunnen soll. Habe ich bisher noch nicht gemacht, wie ihr gemerkt habt. Okay, gehen wir mal weiter. Medikit habe ich bekommen. Ja, ich freue mich auf das React. Ne, die erste Folge ist ja auch mit den Troubletown Boys and Girls. Ich glaube, Dalu, Shigo, Goro und Kundra. Ich glaube, das war die Gruppe, mit der wir dieses allererste Dead by Daylight Video aufgenommen haben. Wo ich Killer gespielt habe. Und die anderen die Survivor-Rolle eingenommen haben. Ich bin mal wirklich sehr gespannt. Ich habe das Video auch schon länger nicht mehr geguckt. Mal gucken, wie das so ist. Ich freue mich drauf. Also Facecam steht eigentlich, ja. Muss ich mich halt jeden Morgen nochmal hinsetzen und meine Haare machen.
Ja, beim Ernst, also ich denke mal, Facecam zum React ist ganz geil eigentlich, weil man dann auch meine Reaktion halt viel besser einfach sehen kann, natürlich. Mal gucken, wie gesagt. Ah, wir kriegen es hin, Leute, ich freue mich drauf. Rechnet mal so Samstag damit, dann habe ich, wie gesagt, noch ein bisschen Zeit, zum einen mal zu gucken, was eure Kommentare so sagen und zum anderen mir Gedanken zu machen, wie ich das jetzt mache, Facecam-mäßig und so weiter. Ich habe ja auch ab und an, glaube ich, ein paar Stream-Mitschnitte hochgeladen. Da würde es dann ja Grandception geben, wenn ich da irgendwie mit Facecam arbeiten würde. Am besten... Ah, da wurde schon fertig gemacht. Vielleicht kommt der ja hier rüber und dann könnten wir hier... Erste Person ist RIP. Ging das schnell? Na gut, 5 Minuten ungefähr. Bin da vorne jetzt weggegangen, weil ich da irgendwie so auf dem Präsentierteller stand. Hatte ich irgendwie keinen Bock drauf. Deswegen erstmal hier hin. Alter, 100.000 Aufrufe ist halt auch einfach richtig heftig, Alter. Also vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ich habe auch mitbekommen, natürlich, Jesse hat auch oft im Stream drauf hingewiesen, ne? Ich habe ja auch schon ein paar Mal bei Blutpunkte-Videos drauf hingewiesen, dass wir das so machen wollen hier mit dem React. Also es wurde natürlich schon ein bisschen gepusht, das Video, so ein bisschen künstlich, aber 100.000 Aufrufe, Alter, ich freue mich echt, ey, ist schon... Das ist echt eine ordentliche Hausnummer, ne? Musst du mir überlegen, stellt euch mal 100.000 Menschen vor. Okay, es waren ja auch doppelte Menschen, die es vielleicht 1, 2, 3, 4, 69 Mal geguckt haben oder so. Aber trotzdem heftig einfach. Ja, den Hit werde ich auf jeden Fall bekommen. Ja, oh, moin, Alter. Und sie geht einfach da in das Dingens rein, Alter. Ich krieg zu viel, ne? Sie ist weggegangen von mir. Okay, wenn sie jetzt hier ist, und da waren ja auch die anderen beiden, da war noch ein Totem am Mähdrescher, ich hab's gesehen. Dann gehen wir halt doch nochmal hier vorne ran. Meine Güte. Nicht mal in Ruhe arbeiten kann man hier. Aber wo kamen die beiden auf einmal her? Habe ich überhaupt nicht mitgerechnet, ne? Die müssen ja beide dann die Jagd gegen das Gespenst gewonnen haben, verrückt. Aber sie hat ja jetzt auch die Jagd relativ schnell wieder aufgegeben, fand ich. Aber wahrscheinlich wollte sie zum, jetzt hat sie wieder beiden Leuten einen Schlag auf den Nacken verpasst. Wahrscheinlich wollte sie einfach sicherstellen, dass der Generator safe ist. So, das war's schon wieder mit meinen... Der Keller ist hinter mir. Also da vorne ist immerhin nicht der Keller. Kommt hinten am Haken. Ich bleib mal eben noch kurz hier. Weil sie mich hier hinter ja auch nicht sehen kann. Und dann gehe ich hier über die Außenbahn. Andere Person ist auch hochgeheilt. Gehe davon aus, dass das Gespenst erstmal zum Jen gegangen ist. Und den zurückgesetzt hat. Okay, moin. Versuch sie mal zu stunnen. Und mich hochzuheilen gleichzeitig. Sie ist... Ist sie weggegangen? Ja, sie ist weggegangen. WTF? Okay. Innere Kraft OP. Dankeschön. Ich weiß nicht, warum sie da so schnell von mir abgelassen hat. Dann machen wir den Generator fertig und dann hinten am Mähdrescher. Da war ja noch ein weiteres Totem. Dass wir uns das nochmal schnell gönnen. So, hat er auch einen Strike dabei? Leider nicht. Das wäre schon sehr geil gewesen. RIP. Okay. Guck mal, Observierung, ey. Ist er so gut wie aufgeladen, ne? Millisekunde länger im Terrorradius aufgehalten. Dann wäre es schon durch gewesen. So, ist die andere Person jetzt noch hier oder nicht? Und wo geht Rin hin? Oh ja, die ist hier. Dann lass durchziehen. Ein paar Leute hochgeheilt, ne? Aber ich glaube wirklich... Habe ich nur ein paar? Also wirklich nur zwei? Puh, da muss ich aber ganz schnell los. So, da hinten ist ein Ausgang gewesen. Wo war denn der andere? Hab nicht aufgepasst. Hier hinten.
Oder waren beide auf der Seite? Ah, shit, der andere war offensichtlich auch dort. Und guck ich mal, ob ich den hier aufbekomme. Ist die Luke zufällig hier irgendwie? Zufällig nicht. Okay, ich gehe hier ran. Versuchen wir mal den Ausgang aufzumachen. Bin gerade ein bisschen ruhig. Ah, okay, sie hat den anderen erwischt. Was ist denn, wenn der an den Haken kommt? Ist er RIP? Hab nicht aufgepasst. Mache ich auf oder mache ich nicht auf? Ich warte mal. Vielleicht kann ich nochmal helfen. Komm mit. Oh, Scheiße. Komm, komm, komm. Ich mache hier auf für dich. Nein, warum? Wie rennt sie denn? Ach, Mann, ey. Okay, shit. Ist ja leider voll reingerannt, ne? Sie hat nicht nach hinten geguckt, offensichtlich. Oder war sie gerade im Facewalk? Ich hab nicht aufgepasst. Oh Gott, ich gucke kurz. Oh, die war zum ersten Mal dran. Nee, doch nicht. Oder? Doch, doch, die war zum ersten Mal, glaube ich. Uff. Es tut mir leid. Aber sie ist auch ein bisschen selber schuld gewesen, ne? Ich kann ja nicht immer nur hier die Schuld auf mich nehmen. Ah, ärgerlich, ärgerlich. Interessantes Setup hat sie hier. Die hat die beiden neuen Sachen, ne? Von der Sarina. Blutpunkte technisch war es auf jeden Fall eigentlich in Ordnung sogar für uns. Hab nicht ganz so viel helfen können. Boah, dreimal Schillern und einmal Silber. Ja, moin, ey. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Und, ey, was war denn hier schon wieder los? Interessant. Schade, dass die nicht Rang 5 ist. Dann hätten wir jede Farbe einmal gehabt. Ah, nee, stimmt gar nicht. Hier ist ja schon 8. Was, welche Farbe fehlt denn? Ach, okay. Grau fehlt. Schade, dass du nicht Rang 17 warst. Ach, ja. Hass wäre noch mit dabei gewesen. Oh, okay. Der verteufelte Boden. Interessant. Beste kommt zum Schluss. Und Zorn des Gespenst. Verrückt, ne? Der verteufelte Boden wurde gar nicht benutzt, ey. Ja, ich warte dann mal auf unsere Übersetzer. Denn ich habe keine Ahnung, was hier schon wieder so abgeht. Leute, schön, dass ihr am Start gewesen seid, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich natürlich wie immer über Kommentare. Ich freue mich immer über Likes. Ich freue mich wie immer, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und natürlich vielen Dank an die Kanalmitglieder und an Trossi für die Unterstützung. Macht es gut. Tschüss.